Meine sehr geehrten Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, im Namen der Otto-Brenner-Stiftung heiße ich alle willkommen. In den nächsten fast zwei Stunden wollen wir über den öffentlich-rechtlichen Rundfunk reden und dabei besonders Chancen und Grenzen der Gremienarbeit mit Experten aus Theorie und Praxis ausloten. Der Titel unserer Veranstaltung klingt sperrig. Das Thema gilt eher als Spaßbremse. Wir wollen zeigen, dass es spannend, hochpolitisch und brandaktuell ist. Anschließend, nach fast zwei Stunden ergiebiger Debatten hoffentlich und reichlich Erkenntnisgewinn, sind Sie eingeladen, an der Verleihung der Otto-Brenner-Preise für kritischen Journalismus 2013 um 17 Uhr in diesem Raum teilzunehmen. Verehrte Gäste der Brenner-Stiftung, als wir im Frühjahr dieses Jahres entschieden haben, unsere Preisverleihung mit dieser medienpolitischen Tagung zu verbinden, hofften wir auf eine gewisse Aktualität unseres Angebotes. Wir konnten gar nicht ahnen, welche medienpolitische Brisanz jetzt mit unserem Thema verbunden sein würde. Ich will nur drei kurze Hinweise geben. Erstens, Bundestagspräsident Norbert Lammert, immerhin der zweite Mann im Staate, hat kürzlich die Öffentlich-Rechtlichen wegen ihrer starken Quotenorientierung scharf angegriffen und überaus deutlich Defizite bei der Programmqualität kritisiert. Er hat damit mehr oder weniger direkt auch die Finanzierung des öffentlich-rechtlichen Rundfunks infrage gestellt. Und wer gestern den Spiegel gelesen hat oder heute einen Blick in die Süddeutsche Zeitung geworfen hat, konnte feststellen, dass das Thema ein Thema geworden ist. Es geht um Mehreinnahmen und wie wir alle wissen, hört bei Geld ja bekanntlich die Freundschaft auf. Ich gehe mal davon aus, dass uns das Thema in den nächsten Wochen und Monaten weiter verfolgen wird. Vor wenigen Tagen, das ist mein zweiter Punkt, hat ein Medienredakteur im Spiegel programmatisch gefordert, schafft die Räte ab. Und damit unser Thema von heute auf die Spitze getrieben. Drittens, genau heute vor einer Woche fand in Karlsruhe die mündliche Verhandlung zur sogenannten ZDF-Klage statt. Das Bundesverfassungsgericht prüft, wie Sie wissen, die Zusammensetzung der ZDF-Gremien. Es geht um die Staatsferne als Gebot des Grundgesetzes einerseits und die recht hohe Anzahl von Parteien und Staatsvertretern in der ZDF-Praxis andererseits. Wir werden das Thema natürlich heute aufgreifen. Diese drei Beispiele zeigen, die Gestaltung des öffentlich-rechtlichen Rundfunks ist eine hochaktuelle Frage. Sie ist im Fokus politischer und medialer Aufmerksamkeit und sie ist Gegenstand höchstrichterlicher Rechtsprechung. Verehrte Gäste, ich möchte mit einigen Bemerkungen in unsere Tagung einführen. Das Thema unserer Medientagung ist für die Otto-Brenner-Stiftung kein Neuland. Gremienarbeit, Kontrolle, Mitgestaltung, Reformbedarf des öffentlich-rechtlichen Rundfunks, das ist für die Stiftung schon fast ein Dauerbrenner. Berthold Huber hat diese Themen als unser Verwaltungsratsvorsitzender in seinen Reden zur Eröffnung der Preisverleihungen in den letzten Jahren mehrmals aufgegriffen. Und die Stiftung hat im Frühjahr die Gremienstudie von Fritz Wolf vorgelegt. Sie hat in der Öffentlichkeit einige Beachtung gefunden und ist auf großes Interesse bei vielen Gremienmitgliedern gestoßen. Wir wissen, die Zusammensetzung und die Berufung der Gremien, ihre Kontrollmöglichkeiten und Gestaltungsaufgaben, ihr gesetzlicher Auftrag einerseits, aber die gelebte Praxis andererseits, das alles ist eher etwas für juristische Experten, das ist eher kein Thema für die breite Öffentlichkeit. Auch die fast am Boden liegende Medienkritik beackert das Feld nicht kontinuierlich und wird damit dessen gesellschaftspolitischer Bedeutung nicht gerecht, wie ich meine. Zuhörer und Zuschauer, so ist zu vermuten, interessieren sich wenig für die Gremien. Und wenn sie überhaupt von deren Existenz wissen, sind sie dennoch weit weg von ihnen. Schlagzeilenträchtig ist das Gremienthema nur selten und dann meist in Verbindung mit vermeintlichen Kontrollversagen oder bei tatsächlichen Skandalen. Oder wenn Teile der Springerpresse
im Verbund mit dem Privatfernsehen, den öffentlich-rechtlichen Rundfunk populistisch angreifen und schließlich, wenn die Politik mal wieder die Muskeln spielen lässt und Personalentscheidungen parteipolitisch motiviert durchdrückt, ohne dass sie diese fachlich begründen kann. Da die Gremien ohnehin keinen guten Ruf haben, geben solche Anlässe Wasser auf die Mühlen derer, die sie für überflüssige Funktionärstreffen halten, die besser heute als morgen abgeschafft gehören. Wir, das heißt die Otto-Brenner-Stiftung und unser Autor Wolf, schließen uns diesem Urteil nicht an. Verzicht durch Abschaffung ist für uns ebenso keine sinnvolle Forderung, wie Glorifizierung durch Überhöhung angebracht ist. Alle Macht den Räten ist keine problemadäquate Antwort, auf die die Gegenwart wartet oder die die Zukunft haben sollte. Wir sind allerdings der Auffassung, dass die gesellschaftliche Kontrolle und Mitgestaltung des öffentlich-rechtlichen Rundfunks durch Gremien eine historische Errungenschaft ist. Diese als Markenkern zu hegen und zu pflegen, müsste eigentlich nicht nur im Interesse der Zuschauer und Zuhörer liegen. Aber wir wissen auch, Bewährtes wird auf Dauer nur Akzeptanz finden, wenn es nicht erstarrt, wenn nicht immer wieder nach neuen Antworten gesucht wird. Antworten, die gesellschaftliche Entwicklungen und politischen Veränderungen, Antworten, die ökonomischen Bedingungen und sozialem Wandel überzeugend Rechnung tragen müssen. Wir wollen uns heute auf den Weg machen und nach Antworten suchen. Nur kurz 6 Stichworte von mir. Erstens, die Zusammensetzung der Gremien sollte die gesellschaftliche Vielfalt und den sozialen Wandel widerspiegeln. Wenn das nicht der Fall ist, dann muss der Gesetzgeber die Besetzung ändern. Da passiert zurzeit einiges, aber die große Bewegung ist noch nicht zu erkennen. Manches Gremium spiegelt in seiner Zusammensetzung noch immer die 70er Jahre wider, nicht die Realität im 21. Jahrhundert. Zweiter Punkt. Wenn der Politik das Gebot des Grundgesetzes nach Staatsferne des Rundfunks, nicht nur beim ZDF, ein wirkliches Anliegen gewesen wäre, dann hätte sie das längst ändern können. Zum Beispiel die Gremien des ZDF zur staatsfreien Zone erklären müssen. Jetzt wird das Bundesverfassungsgericht Recht sprechen und die Politik, so ist zu vermuten, zu tiefgreifenden Veränderungen drängen. Nicht nur beim ZDF, wie Beobachter glauben. Dritter Punkt, wenn Vertrauen und Transparenz zentrale Kategorien einer modernen politischen Kultur sind, dürfen sich die Gremien nicht abschotten und das Licht der Öffentlichkeit scheuen. Auch hier steigt langsam das Problembewusstsein, aber es ist noch Luft nach oben. Vierter Punkt. Wenn zum Beispiel der RBB die Protokolle der Sitzungen ins Netz stellt und einige Rundfunkräte in der Regel öffentlich tagen, darf man ja wohl fragen, warum da andere Sender nicht mitmachen. Und wenn einige Sender die Höhe der Aufwandsentschädigungen und der Sitzungsgelder auf der Sender-Homepage öffentlich machen, ja, da wundert man sich schon, dass andere Sender daraus faktisch ein Staatsgeheimnis machen. Da gibt es schon jetzt Spielräume, die genutzt werden könnten. Fünfter Punkt. Wer als Fernseh- oder Rundfunkrat Verantwortung übernimmt, vertritt weder persönliche noch spezifische Verbandsinteressen. Die Arbeit erfolgt im Interesse der Allgemeinheit. Leider lehrt die Praxis, dass Senderinteressen oft eindrucksvoller als die Interessen der Allgemeinheit zum Zuge kommen. Das trägt sicherlich nicht zum Imagegewinn der Gremien bei. Sechster, letzter Punkt. Auch die entsendenden Organisationen sind gefordert. Sie sollten nur Vertreter in die Gremien schicken, die diese Aufgabe ernst nehmen, die sich intensiv mit der Materie beschäftigen wollen, die bereit sind, Konflikte einzugehen und die auch vor Fortbildung nicht zurückschrecken. Zusammengefasst, es geht uns hier heute also sowohl um die grundsätzliche Frage der Verfasstheit des öffentlich-rechtlichen Rundfunks als auch um praktische Gesichtspunkte bei der Optimierung der Gremienarbeit.
Einfach nur den Status quo verteidigen zu wollen, greift meines Erachtens inzwischen viel zu kurz. Aber wohin soll der Weg führen? Was muss unternommen werden? Wir stellen Fragen und hoffen gleich auf die Antworten. Erstens, was sollten die Gesetzgeber bei der Zusammensetzung und Berufung der Gremien verändern? Nicht nur beim ZDF, sondern generell. Zweitens, was müssen die Sender unternehmen? Wie können sie Bedingungen schaffen, damit die Gremien ihre Arbeit besser machen und ihre Möglichkeiten effektiver nutzen können? Drittens, was sollen und was können die entsendenden Organisationen, wie zum Beispiel Gewerkschaften, wie die Umweltverbände, wie die Kirchen, was können sie tun, damit die Gremien professioneller arbeiten und ihre Vertreter überzeugender kontrollieren können? Viertens, wie müssen sich die Gremien aufstellen, damit sie als Sprachrohr der Zuschauer erkennbar und als Vertreter des Gemeinwohls glaubwürdig sind? Schließlich fünftens, welche Rolle könnte eine aufgeklärte Öffentlichkeit und eine profunde Medienkritik bei der Stärkung des öffentlich-rechtlichen Rundfunks spielen, wenn Sie das denn überhaupt wollen? Meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich freue mich, dass kompetente Fachleute und profilierte Praktiker unserer Einladung gefolgt sind. Ich möchte Ihnen unsere Gäste kurz vorstellen. Herzlich willkommen, Ruth Hieronymi. Frau Hieronymi ist Vorsitzende des WDR-Rundfunkrates. Als Repräsentantin des größten und des einflussreichsten Senders in der ARD-Familie hat ihr Wort besonderes Gewicht. Ich begrüße die Medienexpertin der Bündnis Grünen Bundestagsfraktion. Herzlich willkommen, Frau Rössner. Frau Rössner, früher selbst mal ZDF-Redakteurin, gilt als hartnäckig und war eine der treibenden Kräfte oder Kraft beim Verfahren, das jetzt in Karlsruhe ansteht. Laut eigener Aussage will sie weder einen roten, noch einen schwarzen oder gar einen grünen, sondern einen unabhängigen Rundfunk. Wir sind gespannt, was Sie darunter verstehen. Ich freue mich, dass ich unseren Kollegen Michael Sommer begrüßen kann. Michael Sommer ist ja bekanntlich nicht nur DGB-Vorsitzender, sondern sitzt auch im Fernsehrat des ZDF. Lieber Michael, herzlich willkommen bei der Otto-Brenner-Stiftung und schön, dass es dir und deiner Frau wieder gut geht. Kurt Beck diesem Kreis vorstellen zu wollen, hieße Eulen nach Athen zu tragen. Ich freue mich, ihn bei der OBS erstmals als Vorsitzende der Friedrich-Ebert-Stiftung, mit der wir gut zusammenarbeiten, begrüßen zu können. Herzlich willkommen, Kurt Beck. Herzlich willkommen bei der Otto-Brenner-Stiftung, Professor Gersdorf. Ihn stört nicht nur die numerische Anzahl, sondern besonders die faktische Macht der Parteien und Staatsvertreter in den Gremien. Wir sind gespannt auf Ihre Argumente. Schön, dass Sie hier sind und dass Sie uns an Ihrem Sachverstand teilhaben lassen. Ich danke dem Medienjournalisten Fritz Wolf für sein Kommen und dafür, dass er uns gleich hilft, mit wichtigen Erkenntnissen unserer Studie den Rahmen für unsere Diskussion zu setzen. Herzlich willkommen, Fritz Wolf. Denjenigen unter uns, die auch spät abends und hin und wieder am Wochenende schon ganz früh morgens den Deutschlandfunk nicht missen wollen, ist seine Stimme bekannt, sein Name ein Begriff. Herzlich willkommen, lieber Jürgen zur Heide. Danke, dass Sie als gewiefter Moderator heute Nachmittag unser Podium nicht schonen wollen und den Diskutanten Überraschendes entlocken werden, vor allen Dingen das, was wir bisher noch nicht in den Zeitungen gelesen haben. Verehrte Gäste, Sie haben es gemerkt, ich muss leider den angekündigten Nikolaus Brender entschuldigen. Angesichts der aktuellen Entwicklung, Stichwort Verhandlung, ich habe darauf hingewiesen, bittet Nikolaus Brender um Verständnis dafür,
dass er sich für persönliche Zurückhaltung entschieden hat. Er wäre gerne gekommen, hat kurzfristig abgesagt. Er möchte öffentlich nicht in das laufende Verfahren und die anstehende Entscheidung eingreifen. Sein O-Ton vom Wochenende war: Es geht jetzt um die Sache, nicht um Brenda. Meine Anwesenheit könnte falsche Akzente setzen. Seine Haltung, so finde ich, ist nachvollziehbar. Bevor Jürgen zur Heide jetzt das Wort ergreift, bitte ich die Regie noch um einen kurzen Einspieler. Er soll auf den Nachmittag uns einstellen. Ich danke Ihnen herzlich für die Aufmerksamkeit und ich wünsche uns allen eine gute Tagung. Dankeschön.